Willkommen zurück zu Raft. Und weil ich ihn heute noch nicht gebracht habe, rafft euch mal. Ich habe jetzt einen Bogen nämlich. So, ich habe einen Bogen, ich habe Essen, ich bin voll, ich habe Trinken, ich komme zu dir. Komm zu mir, ich bin am Holzen. Ja, du bist am Holzen. Ja, und ich hab Uwe gefunden. Das scheint so ein Begrüßungsritual zu sein. Oh, ja. Das war meine Metallaxt. Ist so ein Begrüßungsritual. Wir haben schon einige Schlüsselkarten geholt. Jetzt ist die große Frage, was macht man mit denen? Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken. Hier ist nochmal so ein Roboter und hier ist eine Tür, die ist verschlossen. Piu! Error! Da hinten steckt noch ein Pfeil von dir in der Wand. Ja. Ich mach hier mal auf. Mach mal auf. Also was wir aus den Texten schon so ein bisschen rausgelesen haben, ist ja wohl, dass es etwas nobler hier zuging, ja? Also hier waren schon irgendwie reiche Leute, die das Ganze irgendwie aufgebaut haben, die aber regiert haben quasi über die armen Leute, mehr oder minder. Und gefühltermaßen, keine Ahnung. Die Arbeiterschicht hatte, glaube ich, eigentlich schon vor, alle zu warnen, dass es nicht lange so weitergehen kann. Kochtöpfe, was bist du? Hallo, darf ich Verkaufsautomatenchip gefunden nice. Und mitgenommen. Ja, nimm mal mit. Ich nehme hier Essen aus den Schränken mit. Ah ja, wir brauchten ja Klebeband. Stimmt. Das war unsere Mission. Nochmal? Ja, wir mussten doch... Ja, stimmt. Strom fixen und so. Genau. Ja. Also ich bin hier vorne mit den Räumen durch. Ich hab noch ein... Hier ist noch Klebeband, nehme ich mit. Da haben wir schon zweimal. Dreimal brauchen wir. Wahrscheinlich mehr insgesamt. Ja, das glaube ich... Ich glaube, diese Stadt braucht tatsächlich einiges an Klebeband. Wenn ich die Botschaften so richtig mitbekommen habe. Die Frage ist, wenn die Roboter wieder erwachen, kriegt man da eigentlich jedes Mal eine Schlüsselkarte? Ich denke. Na krass. Treppen. Schock mich. Ja, hat er gemacht. Er hat mich geschockt. Aber kommt nicht rein. Aber er trifft dich halt trotzdem. Ich möchte nichts sagen, ne? Aber nimm mal du, damit du Pfeile zurückbekommst. Ich habe noch ein paar. Also ich habe jetzt noch doch drei Pfeile. Steckt in mir. Du hast einen Pfeil in mich geschossen. Ja, einer steckt dir in der Wand drin. Ja, nice. Einer ist gut. Du hast zwei Pfeile in mich geschossen. Hä? Nee, warte mal. Nee, du hast einen in der Hand noch. Ah, vielleicht warst du das. Okay. Es ist Nacht geworden, was mich irgendwie nicht glücklicher macht hier. Notice. Keycard, Reader... Out of order. Please use elevator in Plantation Area. Okay, merken. Wenn wir in der Plantation Area unser Klebeband hier irgendwie angebracht haben, wie auch immer, dann müssen wir wohl mit dem Aufzug aus der Plantation Area rauf. Brauchst du nur einen Haarschnitt? Akut nicht. Okay, Passwort hat eh zu. Vor allen Dingen von dir nicht. Naja, hier wäre ein Barbershop gewesen, aber leider Gottes ist er nicht da. Ich habe eine Tür aufgemacht. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin nach links gelaufen, wo du nach rechts gelaufen bist. Beim Roboter vorbei. Ich renne hier gerade einfach quer über den Platz. Ja, du bist einfach abgehauen. Ja. Hast du eigentlich nochmal eine Schlüsselkarte jetzt bekommen? Nö. Aha, okay. Also man kriegt dann aus dem Roboter noch nur eine, Bro. That. Wie auch immer. Oh. Oh Mann, jetzt muss ich zu dir kommen, obwohl ich mir hier die Tür aufgemacht habe. Oh. Mach mal du dein Oho weiter. Ich fahr schnell mit dem Fahrstuhl rauf. Ich habe hier diese Chips gefunden, diese Automatenchips. Ja, nice. Ich fahr schnell mit dem Fahrstuhl rauf, weil ich denke mal, das ist auch eine Wohnung. Und hol da einfach ein Klebeband, okay? Ja, hier gibt's fertiges Essen. Ja, okay. Ich komme gleich zu dir. Ich komme gleich zu dir. Rucksack. Ich komm gleich zu dir. Ey, ich bin auf dem Weg. Passt.
Ich räume hier nochmal die Wohnung aus. Oh geil, ich habe Metallpfeile. Ich habe eine. Ah, gut, dass ich die Machete habe, Leute, ne? Seht ihr mal. Haben wir schon wieder brauchen können. Ich habe die Machete benutzt für einen Raum, in dem nichts liegt. Ja, danke, Game, für nix. Ich habe auch meine Schlüsselkarte benutzt. Ich habe jetzt zwei Ich habe Etagen, ein die ich. Klebeband. Ich habe diesmal ausnahmsweise zwei Wohnungen. Also auf den unteren Etagen musste man sich die Etagen teilen, ne? Aber schön, dass hier Musik läuft. Das sieht schon cool aus irgendwie. Also während die ganze Welt untergegangen ist, sage ich, wie es ist, hat man hier recht gut gelebt. Und keine Ratten hier oben. Das ist auch sehr angenehm. Verkaufsautomat Marke. Nice. GZ. Habe ich nicht gefunden. Wie sehen denn die aus? So rund-gelb, ne? Ja, kleine Chips halt. Also ich glaube, bei 4 oder 5 Marken kann man sich einen Rucksack holen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, hat man dadurch wirklich mehr Inventar? Ah! Ich würde hoffen. Also, ich habe nochmal alles abgesucht. Ich habe hier leider keine Münzen gefunden. Zwischendurch tauchen auch Ratten auf. Du packst das. Ja, habe ich schon. Aber in dem Wohnung. Ah, hier ist ein Tresor. Oh mein Gott, ich habe wieder Bio-Treibstoff bekommen. Und ich kann jetzt Bücherstapel machen. Nee, ich habe einen Bücherstapel bekommen. Nee, ich kann Bücherstapel machen. Ach, whatever. So wichtig auch wieder nicht. Ey, ich sehe uns irgendwie auch nicht dekorieren. Glaube, unser Floß wird eher so funktional. Ich fahre wieder runter. Hier ist offen. Ah, warte mal hier. Toilette. Aber auch hier in der Toilette ist. Kann man auf den Pott gehen. Hab Pipi gemacht. Stolz auf Spülung geht dich. nicht. Soll ich sauber machen kommen? Nee. Ich fahr wieder runter. Gunther. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ja, ich bin auch ganz sicher noch am Looten machen tun. Ich habe jetzt insgesamt auch noch dreimal Klebeband gefunden. Ja, nice. Hier sind so viele Bäume. Das verleitet so sehr, die Planken mitzunehmen. Mach doch. Ja, da bin ich eine Stunde beschäftigt mit Baumfällen hier. So, die lassen wir jetzt mal ein bisschen stehen. Man sieht aber, die wachsen nicht nach. Also von dem her. Alles easy. Da geht's nicht rein. Ich meine, ich würde auch dich gerne wiedersehen. Also so ist es nicht. Oh Gott. Ich fahre jetzt wieder runter. Wie war ein Munition wechseln nochmal? Hast du überhaupt Munition? Nee, ich habe Eisenpfeile gefunden. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Egal. Eine weitere Schlüsselkarte. So, auf der Ebene war ich noch nicht. Von da sind wir gekommen. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. Bleib ausgeschalten, Roboter. Ich gehe nur an dir vorbei.
Ich glaube, hier hast du aufgemacht. Hattest du einen Fahrstuhl mit 14 und 12? Okay, da warst du Dann sind wir also. ja ganz in der Nähe. Dann gehe Das ich mal freut zurück. mich. So, ach, da bist du bist gerade um die Ecke gerannt. So, Hi. wo ist jetzt der Chipautomat? Mittendrin im Park, da. Aha. Ich würde gerne mit so einem Golfbuggy durch die Gegend fahren. Okay, also hier gibt es Was mich interessiert. Pflanzen, Genau. Samen wahrscheinlich. Hier Das gibt ist Deko. es, das ist Deko. Das hier ist Essen. Ja, und da sehe ich den Rucksack, ja. Genau. Den würde ich gerne mal Den ausprobieren. Fünfer gleich, ne? Wenn dann, oder? Ja. Hast du nur 5 Münzen? Ich müsste, ich gucke mal. Habe ich das jetzt gekriegt? Ja, ich habe es nur rausgenommen, weil ich habe gesehen, dass du noch mehr Münzen reingeworfen hast und ich hatte Angst, dass du irgendwie das doppelt machst und dann liegen die aufeinander und dann geht's nicht oder so. Oh, Ja, und wie viele Münzen hast du jetzt noch? nicht genügend wohl. Keine Okay. Ahnung, wird mir nicht angezeigt. Hier, nimm mal. Ah ja, okay. 2 Reihen mehr, ne? Ja, ist doch ordentlich. Ja. Hier, Keine dein Ahnung, wo Rucksack. das mit den Münzen angezeigt wird. Okay, ich nehme den Rucksack. Wir haben So. übrigens vier Schlüsselkarten noch. Jo, weiter gucken, ne? Wisst ihr, was ich heute vergessen habe? Kölschi muss mich daran erinnern. Die Folgen heute heißen alle The Front. Ja, muss man mich erinnern, dass ich umbenenne. Ärgerlich es ist. Du bist ohne mich gefahren! Du Pharisäer! Hol den Fahrstuhl, du kannst ihn doch holen. Achso, okay, weiter so gehen. Dann fährst du eine Etage höher. Ich bin in die sechste gefahren. Ja, ist okay. Hau einfach ab ohne mich. Also du bist in die 6 gefahren, ich fahre ja. Let's go. Du weißt, dass du auch Schränke und so aufmachen kannst. Ja, ich habe alle Schränke immer so. Was? Die Kleiderschränke? Nicht Kleider, sondern grundsätzlich gibt es einige Schränke und Schubladen, die man Ja, öffnen kann. das habe ich gemacht, aber ich habe in den anderen Räumen nicht so viel Glück gehabt. Ich hatte einen Boah, Dressoir. ich hab blöde Ratte. Einzige Gute an dir ist, dass wir Fleisch kriegen. Unterm Bett liegt auch nichts. Ich habe eine Automatenmünze. Vielleicht können wir noch einen zweiten Rucksack rausholen. Ja, genau, das wäre schön Noch eine natürlich. Münze. Könnte auch von hier auf das andere Haus rüberspringen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Da wird's angezeigt. Tatsächlich zwei Münzen haben wir jetzt noch. Wieder, weil ich 2 Ja, gesammelt oder habe. wieder, Da ja. hattest du genau 5. Hier ist nichts. Ah, hier wieder so Überrestsuppe. Vielleicht sterbe ich jetzt. Mal gucken. Am Roboter? Nö, ich springe gerade hier vom Balkon zum Balkon. Ja, das habe Hoffe, ich habe ich auch hier gerade was. überlegt, ob das Sinn macht. Ich tue es gerade, aber. Kann ich mir sparen, oder? Zumindest geht keine Tür auf. Ja, dachte mir schon. Jetzt bin ich ganz Also unten. auf gut Deutsch, this is not how to play the game. Ne. Hier, bei mir ist eine Seilrutsche. Oh, und ich habe das Seilrutschenwerkzeug nicht dabei. Ne, warte mal, das ist Strom, oder? Ah doch, Seilrutsche. Oh, wir müssen Seilrutschenwerkzeug mitnehmen. Beim nächsten Mal. Da kommen wir nämlich auf die Dächer. Man, da liegt jetzt auch nur Schrott, ne, aber. Also ich würde halt irgendwie versuchen, weiter in der Story zu kommen. Und dann können wir ja nochmal eine komplette Farmtour am Ende machen, bevor wir abdampfen. Alles leer looten und so. Ich rieche, dass das hier nicht das Ende ist. Nennt mich Sherlock, aber. Ich habe das Gefühl, dass Tangaroa nicht der Hafen ist.
Hallo? Hallo? Waren wir irgendwo noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier an dem großen Masten? Ach, die Automaten. Da waren sie wieder. Auf der Rückseite? Ja, ja. Halt die Goschen da oben. Roboter. Ich habe hier noch einen. Ein Hochhaus gefunden. Ich gehe da mal durch. Machen wir mal. Ich trick's gerade ein bisschen das Game aus und lauf rum, wo man wahrscheinlich gar nicht rumlaufen soll. Klebeband! Doch, dieser Schluck auf, Alter. Hör auf. Warum tust du mir das an? Noch eine Münze. Nice, dann haben wir drei. Nice, 4. Ach, Gatte. Ich meine nicht dich damit. Wollte schon mal klar. Naja, ich habe dir längst schon Drauni angeboten zu sagen, statt Gott. Und von dem her dachte ich mir schon, dass du nicht mich meinst. Das war mir fast. Ich hab's. Klar. 5 Münzen? Ergo, ja. Du kannst jetzt auch so einen geilen Rucksack holen. So ist es. Ja, dann tun sie das mal. Also es stehen halt viele Automaten da. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir noch viel mehr finden werden. Und dass wir auch hier wahrscheinlich in Tangaroa noch sehr lange bleiben werden. Bin jetzt leider weg, da ich gleich meine kleine Nichte gehe, die heute ihren 4. Geburtstag hat. Viel Spaß beim Geburtstag feiern. Macht ihr einen entspannten Tag, Bäcker. Danke fürs Reinschalten, danke fürs dabei sein. Ja, und eventuell machen wir jetzt dann auch ein Tapetenwechsel. Mal gucken. Also, ich finde jetzt erstmal keine Tür mehr auf der unteren Ebene. Es gibt so ein paar Stellen, wo man denkt, so Mensch, da könnte man eventuell hochhüpfen oder sowas, aber da ist auch eher nichts. Das Einzige, beim nächsten Besuch nehmen wir die Seilrutsche mit. Und dann fahre ich vielleicht da nochmal hoch und schau mal, wo man auf die Dächer drauf kommt. Da oben kommt man auf alle Fälle eben hin. Und da kommt man auch hin. Da war man nämlich zum Beispiel nicht auf dem Balkon. Ich war auf einigen Balkons, da kann man hin und her hüpfen, bei manchen Stellen. Nee, aber hier ist eine Seilrutsche. Und da oben war ich. Ich hab eine Seilrutsche mit. Du hast eine Seilrutsche mit? Ja, nice. Ja, komm mal her. Du musst mir nur sagen, wie man da hinkommt. Ich bin in der Nähe von der Exit, von dem Notexit. Wo unser Floss steht. Ich bin genau am Notexit. 10 Tokens! Neue Errungenschaft erreicht. Aber, um auch die Euphorie gleich wieder ein bisschen runterzubrechen. Ah doch, hier. Da, wo wir als erstes drin waren, Kölschi. Ich warte einfach hier auf dich. Ich suche gerade, hast du jetzt einen Rucksack? Ja. Warum hast du den? Du hast ihn mir gezeigt, dann habe ich ihn wieder hingelegt. Nee, du hast ihn nicht genommen, bist losgelaufen. Ich habe noch einen Rucksack geholt, wo ist der? Noch einen Rucksack? Ja. Ich habe da gerade... Ja, dann liegt er unten im Ausgabefach drin. Aha. Gut, okay, ja. Ja, aber wie funktioniert denn so ein Automat? Normalerweise, ja, Entschuldigung. Wenn ich am Getränkeautomaten stehe, dann ist es normalerweise so, ich drücke da drauf und das Getränk kommt direkt in meinen Mund. Ja. Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Bist du noch am Aufnehmen? Ja. Dann stimmt was mit deinem Bild nicht. Kein Greenscreen und so weiter. Doch, natürlich. Natürlich habe ich Greenscreen. Herr Kölschi, wie lange machst du mit mir jetzt das Ganze schon? Wie lange machst du mit mir das Ganze schon? Nein, hast du nicht.
Das ist ein statischer Hintergrund, damit man nicht sieht im Twitch. Ach so. Ah. Okay. Wie lange machst du das Ganze schon mit mir? Hey, vergiss es. Ist dir nie aufgefallen? Nein. Krass. Da habe ich getrickst. Das ist quasi meine Rückwand. Okay. Extra für die, weißt du, Twitch Premium Content? Bist du bei mir? Ich bin gerade auf dem Boot. Achso, ich warte hier die ganze Zeit. Ich bin auf dem Boot. Bringst du mir ein Seilrutschenwerkzeug mit? Bring ich mit. Das ist nett. Ich habe jetzt ja Platz. Pilzomelett. Ah ja, das macht extra Hells, genau. Extra Essen. Da kommt er. Seilrutschenwerkzeug. Wo ist die Seilrutsche? Komm mit. Ja, ich komm mit. Hier oben, warte, hier oben siehst du schon? Nee, das siehst du nicht, ist egal. Wir gehen nämlich einfach hier rein. I will follow you. Hallo! Schauen wir mal, ob das geht vom achten Stock aus. Also auf diesem Dach ist eine Seilrutsche. Aber 8 kommt mir zu wenig vor. Und ich habe auch... Wahrscheinlich. Müssen wir schauen, ob es hier einen Balkon gibt. Hier ist ein Balkon. Da ist die Seilrutsche. Ah ja, nice. Dann kommen wir mal zu dir rüber. Und wo bist du denn? Ah, hier. Oh, hier sind Blanken. Die wollte nicht mitnehmen. Hier oben auf dem Dach. Hier drüben ist sie. Da, die da meinte ich, ne? Ja. Ganz kurz, kennst du das Gefühl der Schwerelosigkeit, wenn man irgendwie so über einen Abgrund hüpft? So diesen Bauchkrummeln hatte ich gerade. Du musst auf die andere. Nee, doch nicht. Bin runtergedroppt um 1. Ah, oh, ich hab sie nicht erwischt. Du musst von der einen auf die andere hüpfen. Okay. Ich hab bloß wieder die falsche Taste gedrückt. Also du kannst auch ums Eck springen, glaube ich, aber es ist nicht leicht. Wo ist der Aufzug? Wo ist der Eingang? Ich muss den Aufzug erst rufen. Hi! Na, wer schafft den Jump? Mal gucken. Also ich bin ja der Movement-Günther. Ja. Ich rechne mir da jetzt nicht die hohen Chancen aus. Leertaste. So, einmal hier raus, einmal hier rüber, einmal da. Halli hopp. Jetzt kommt wieder dieses dumme Magengefühl. Hab ich hier oben schon geguckt, ob da noch was liegt? Metall und so, ne? Nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen, was keine Miete zahlt. Von da oben solltest du nicht runterspringen. Hatte ich jetzt eigentlich auch nicht vor. Ja, bringt auch nichts. Ja. Was soll ich sagen? Mission failed. Wasted. Ein Versuch noch. Diese Leute, die immer mehrfach drücken, damit der Fahrstuhl schneller kommt. Ja. Das ist ungefähr so wie bei der Fernbedienung, wo die Batterien fast leer sind. Schlagen. Ja. Schlagen aktiviert die Batterien einfach nochmal für eine Zeit lang. Und dadurch hat man dann die Möglichkeit, dass das einfach länger funktioniert oder dass die Fernbedienung wieder funktioniert. Immer draufhauen. Immer fest drauf. Ist auch noch eine Planke hier? Okay, jetzt aber. Wahrscheinlich mache ich es auch viel zu umständlich, ne?
Tschüss. Ich wollte eh nochmal mit dem Fahrstuhl fahren. Ich krieg's nicht hin. Na, also ich mach noch einen Versuch. Einen Belegung. Aber ich habe ja den ersten Jump schon verkackt. Damit steht es 1:1 in den verkackten Jumps. Ich drücke wieder den Fahrstuhl. 1000 Mal. Ja, ich komme sofort. Hm. Ich drücke ihn immer noch. Das hat auch funktioniert. Ja, natürlich. Kam da alles an. Wo ist der Stopp-Button, damit wir ein bisschen Romantik machen können? Oh Gott, mach die Tür auf. Hä? Hä? Ah, schade, ich war zu langsam. Ein bisschen toxisch. Ah, okay. Wo bist du? Na hier. Ah! Ah! Puh! Ich lass dich zuerst. Ich glaube auch, dass ich es viel zu umständlich mache. Maybe kann man auch. Warte mal, ich mach's mal anders. Ich glaube, man kann ums Eck gehen. Ja, ja, kann man ja auch. Ich will ja auch auf der. Nee, geht nicht. Jetzt wär's beinahe gegangen, ich Vollidiot. Oh no. Okay, was liegt denn da oben? Wahrscheinlich eh bloß Schrott, oder? Also ich call mal, dass da nur Schrott liegt, wie bei den anderen Dächern. Und da wir eh nochmal eine Farming-Tour machen, lassen wir das einfach. Was wollten wir mit dem Klebeband machen? Wir wissen es nicht. Naja, wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Wir haben noch quasi noch 5 Minuten. Dann lass uns doch jetzt mal runtergehen, das Klebeband fixen und dann gehen wir aufs Boot. Ich habe eh nichts mehr zu trinken. Wo geht's eigentlich nach unten? Okay, neuer Plan. Ich habe gar nichts mehr zu trinken. Ich gehe erst zum Boot. Ist das die richtige? Nö. Da drüben, ne? Also neuer Plan, wir gehen erst zum Boot. Übrigens mit dem Turm denke ich, dass man das Teil in der Mitte meint. Dass da die Wohlhabenden gelebt haben. Wobei man ehrlich sagen muss, dass die Wohnungen hier nicht schlecht ausgestattet sind. Also ja, auch die Unterschicht hat gar nicht so schlecht gelebt in der Zeit, wo es gut funktioniert hat. Offensichtlich. Ich glaube, das Problem war eher so, als das Ökosystem zusammenbrach. Ich glaube, das war eher so. Oh, weißt du, was ich jetzt machen kann? Was mache ich jetzt noch kurz? Ich glaube, ich kann einen Smoothie machen. Ach, come on. Wo bist du? Ich muss mir echt angewöhnen, dass der Speer auf der 1 ist und der Bogen auf der 2 ist, damit ich schneller an den rankomme. Hast du die Melone und die Erdbeeren weggemacht? Kann sein, bin nicht bewusst. Ich hoffe, du hast sie nicht gegessen. Ich brauche die nämlich für einen Smoothie. Nee, gegessen auf keinen Fall. Oh, schau mal, bei den Bananenplantagen kriegst du auch Bananensamen wieder zurück. Also im Inventar habe ich nichts. Übrigens, ich hab's geschafft. GZ, und hast Schrott abgeholt? Jein. Also 2x Titanerz. Okay, es lohnt sich also. Shit. Und ein Paket, was ich jetzt öffne. Nice. Ein Becher. Also, pass auf. Wenn irgendwo jetzt die Melone drin liegt. Also, ich habe keine Melone. Ich schau gerade, ob die irgendwo hier ist. Kokosnuss auf alle Fälle. Banane. Erdbeeren. Mir fehlt wirklich nur Melone. Dann könnten wir tatsächlich. Ist die nicht gewachsen, oder? Muss man die öfters gießen? Es ist halt nicht da. Boah, das wäre unlucky, weil das wäre der einzige Melonensamen, den ich habe. Ja gut, Melonen kriegt man ja auch in fast jeder Insel. Ja, aber hier nicht leider. Das hätte ich gerne ausprobiert. Aber ich habe übrigens irgendwo Dings gefunden. Was ist das eigentlich? Hallo? Ich kann es nicht anklicken. Was ist das? Titanerz auch. Hab ich auch gefunden. Ja, aber es ist halt schon maximal unlucky, weil jetzt wollte ich halt den ersten Smoothie erstellen. Muss man die öfter gießen, maybe? Alles. Das ist schade.
Das ist jetzt echt eine traurige Story in dem Sinne. Ich fühle da schon so einen Traurigkeitssound. Ding, 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 ding. What the f- What the? Sprich dich aus. Lass es raus. Ja, wieder raten. Kann man was mit Ananas machen? Ananas, Erdbeeren, Kokos. Ja! Ich baue Ananas an. Okay, neuer Plan. Ich baue Ananas an. Und ich schaue mir das jetzt ganz genau an. Wie das fusioniert. Alter, der hat da hinten schon alles weggerissen, der Uwe, ne? Wo ist mein Holzhammer? Ich brauch Baumaterial. Uwe hat hier hinten alles zerklöppelt. So. Malerei. Du möchtest mir jetzt nicht mit Kunst kommen. Wenn du wüsstest, was ich gerade schon alles gefunden habe. Hier gab es doch eine Tür, die konntest du nicht, die konntest du nur von innen öffnen. Aha. Ganz am Anfang hat es das mal gesagt, von wegen. Ne? Ja? Ja, konnte man über eine Seilrutsche konnte man hin. Ah. Ich habe nochmal cool. Titanerz gefunden und so weiter. Ja, perfekt. Zwei Münzen oder sowas, was habe ich? Drei Münzen. Ich schaue der anderen das jetzt ganz genau zu. Vielleicht ist die auch einfach verwelkt. Wir waren zu lange weg oder sowas in Richtung. Muss bewässert werden, na klar. Ich habe sie ja bewässert, aber der Baum zum Beispiel hat nur ein einziges Mal Wasser gebraucht und ist halt dann bis zum Ende durchgewachsen. Aber maybe braucht halt einfach sowas wie die Wassermelone öfter Wasser. Gibt ja so ein Bewässerungssystem. Ja, ich habe ja Wasserrohre gelernt. Ist true. Vorhin haben wir entdeckt. Aber naja, ich schaue dir jetzt einfach zu, bis die fertig ist und dann will ich einen Schmuschi! Oh mein Gott. Uwe! Uwe, das habe ich frisch gebaut! Das habe ich ganz neu gemacht, Uwe! Ganz im Ernst! Ist es dein Ernst! Ich habe das... Oh, Uwe! Ich mag Uwe nicht. Uwe ist noch schlimmer wie alle anderen davor. Möchte ich nur mal so angemerkt haben. Ja, wir brauchen ganz dringend Metall. Also, to be honest, das ist so eines der... Und nachdem ja Tangaroa offensichtlich nicht das große, erwartete Fleckchen... Erde kann man nicht nennen, aber keine Ahnung, was es ist. Stadt ist. Nachdem wir uns alle gesehnt haben. Denke ich, werden wir noch... Wir werden noch viel auf See sein. Denke ich. Herr Kölschi. Wie ist jetzt der weitere Plan? Wollen wir dann mit unserem Klebeband, was wir schon zuhauf gefunden haben... In der nächsten Folge runtergehen und das fixen? Ja. Ja, genau das ist der Plan. Ich wollte nur eigentlich noch mit einer Erfolgsstory abschließen. Aber die Ananas ist noch nicht fertig. Aua. Aber fast. Uwe. Sie wächst und gedeiht. Und ich kann sie nicht zweimal gießen. Ich kann sie nur einmal gießen. Ich habe das Gefühl, dass die Erdbeeren und die Wassermelone einfach übergereift, ich weiß es nicht, verschwunden sind. Now you know. Ich möchte auf diese Baby-Ananas aufpassen, bis sie in meinen Arm liegt und mich glücklich macht.
Man muss immer wieder weggucken und hingucken, damit was wächst hier. Zweimal blinzeln, dann ist alles gut. Zweimal blinzeln, ist alles gut. Ja, also nee, also okay. Zusammenfassend, wir haben jetzt eigentlich von der Story überhaupt nichts erfahren. Wir haben jetzt einfach nur die ganzen Wohnungen gelootet und wir haben jetzt größere Rucksäcke. Und wir haben ein bisschen Titanerz, womit man wahrscheinlich Titanbahn herstellen kann, wenn man quasi der Logik folgt. Ja? Gehst du auch davon aus, dass wir jetzt Titanbahn herstellen können? Wo ist es? 3 Stück insgesamt. Treibstoffrohr. Wait a second. Da weiß ich, worum es nützlich geht. Um Biotreibstoff zwischen verschiedenen Maschinen zu transportieren. Genau, richtig. Also wir müssen hier nicht immer mit Planken arbeiten, du kannst auch mit Biotreibstoff arbeiten. Ja, wir haben auch schon Biotreibstoff gefunden, 1-2 Stück. Mhm. Aber das müssen wir auch erst noch herstellen. Aha. Schauen wir, sie ist fast fertig. Wir sehen es beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir die Ananas pflücken und einen Smoothie erstellen, ich verspreche es euch. Und dann gehen wir das Rohr unten fixen oder das Klebeband anbringen. Und dann hoffen wir, dass wir über Tangaroa noch ein bisschen mehr fahren, außer dass Reiche zu reich waren, Arme zu arm waren, das Ökosystem zusammengebrochen ist, irgendeine Floßstadt, die alle angegriffen hat. Und ich befürchte, wir werden diese treibende Floßstadt oder diese Flößerverbund werden wir auch noch kennenlernen. Irgendwann, früher oder später. Oder sie sind alle gestorben. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge von Raft. Hier auf meinem YouTube-Kanal oder live auf twitch.tv/trauni am Montag immer Raft. Und ansonsten von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr unterwegs. See you, adios und bye bye. Adios.